Hallo Vicky, herzlich willkommen im Bürgerlabor zum Thema Sprachnotruf. Den Ausgangsfall hat uns eine Person mit einer Tetraplegie geliefert, das heißt eine Person, die kopfabwärts gelähmt ist, nur noch den Kopf bewegen kann und sie hatte den Wunsch, per Sprache Hilfe rufen zu können, wenn es notwendig ist. Wir haben recherchiert, wir haben Geräte gefunden, Lösungen gefunden, die diesen Wunsch erfüllen könnten, hatten aber keine Erfahrung damit. Deshalb haben wir Hersteller angefragt, uns die Geräte zu bemustern und wollen hier im Bürgerlabor gemeinsam Erfahrungen sammeln, gemeinsam Fragen stellen, was sollen solche Geräte können, worauf müssen wir aufpassen. Und im ersten Schritt wollen wir gucken, auf welche Dialekte, auf welche Sprachen, auf welche Sprechgeschwindigkeiten reagieren die Geräte denn. Ich möchte dich gerne dazu einladen, uns zu unterstützen, indem du den Fragebogen auf der Wiki-Webseite ausfüllst. Auf den kommst du über den QR-Code oder über den Link in der Videobeschreibung. Hier geht es darum, das Land auszuwählen. Für mich ist das die Schweiz. Ich bin hier im Simdeck. Weiter oder fertig. Dann die Postleitzahl 9000. Ich bin hier im Simdeck in St. Gallen. Und danach geht es um die Sprachaufnahmen. Ich warte immer eine Sekunde, bis ich anfange zu sprechen, damit der Anfang nicht gekappt ist. Und am Schluss auch nochmal, bevor ich wieder auflege, sozusagen. Hilfe! Hilfe! Und jetzt kann ich mir den Text auch anhören. Ist die Aufnahme gut geworden? Hilfe! Hilfe! Damit bin ich zufrieden. Starte die zweite Aufnahme. Helft mir! Helft mir! Auch die höre ich mir an. Helft mir! Helft mir! Auch damit bin ich zufrieden. Und jetzt kommt die letzte Aufnahme. Sarah Alarm! Sarah Alarm! Falls du das so gemacht hast wie ich, dass du dein Land und deine Postleitzahl hinterlegt hast, die drei Sprachdateien vollständig abgegeben hast, und noch Anmerkungen hast oder Fragen, was wir noch bearbeiten sollen, was du an Fragen hast, wie wir aufbereiten sollen, was wir in Zukunft noch machen könnten, dann nutz gerne dieses Feld oder eben andere Kontaktmöglichkeiten, Social Media und sende uns gern diesen Fragebogen zu. Wir spielen deine vollständigen Sprachdateien dann gerne hier über die Box ab, beschallen damit die drei Geräte, zeichnen den ganzen Versuchsaufbau aus und stellen ihn euch dann zur Verfügung. Wir schneiden insofern, dass wir sagen, wir beginnen mit der ersten Sprache und cutten, wenn der Notruf nicht auslöst, nach der Sprachdatei beziehungsweise nach dem Signal Notruf wurde ausgelöst, wenn der Notruf ausgelöst wurde und freuen uns so, ein bisschen mehr Transparenz gemeinsam zu schaffen und dann auch mit den Herstellern zu diskutieren. Bürgerlabor bedeutet für uns, dass wir möglichst genau beschreiben wollen, unter welchen Bedingungen eine Lösung funktioniert und wo sie auch an ihre Grenzen stößt, damit wir die Lösung so auswählen und einsetzen können, dass sie funktionieren. Mit diesem Video wollen wir zwei Dinge erreichen. Zum einen möglichst viele Sprachdateien generieren, auf deren Basis wir besser einschätzen können, wo die Reichweite und die Grenzen dieser einzelnen Lösungen sind. Und zum anderen wollen wir euch einladen, eure Fragen zu stellen. Was sollen wir und wie sollen wir weiteres Wissen und Fragen zu diesen einzelnen Lösungen aufbereiten? Wir freuen uns auf dein und euer Mitmachen und verbleiben wie immer. Vicky weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr. Helft mir! Helft mir! Helft mir! Notruf! Hilfe! Hilfe! Ein Notruf wurde erkannt. Sarah, Alarm! Sarah, Alarm! Helft mir! Helft mir! Notruf! Hilfe! Hilfe! Ein Notruf wurde erkannt. Sarah, Alarm! Sarah, Alarm! Helft mit! Na, helft mir! Helft mir! Helft mit! Na, helft mir! Notruf! Hilfe! Hilfe! Ein Notruf wurde erkannt. Sarah! Alarm! Nochmal? Sarah, Alarm!
Sarah. Alarm. Nochmal. Sarah, Alarm. Helft mir. Helft mir. Helft mir. Helft mir. Hilfe. 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 Sarah, Alarm. Sarah, Alarm. Sarah, Alarm. Sarah, Alarm. Helf mir. Helf mir. Helf mir. Helf mir. Hilfe. 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 Sarah, Alarm. Sarah, Alarm. Helft mir! Helft mir! Helft mir! Notruf! Hilfe! Hilfe! Ein Notruf wurde erkannt. Sarah! Alarm! Sarah! Alarm! Sarah, Alarm! Sarah, Alarm! Helft mir! Helft mir! Notruf! Hilfe! Hilfe! Ein Notruf wurde erkannt. Sarah, Alarm! Sarah, Alarm! Sarah, Alarm! Was passiert nach den Videos? Wir packen die ganzen Geräte in eine Kiste und schicken sie im Land, in dem sie jeweils verfügbar sind, von Beratungsstandort zu Beratungsstandort, dass ihr wirklich gemeinsam mal die Dinge anfassen und ausprobieren können, mehr als nur im Video. Falls ihr da Interesse habt, meldet euch gerne bei uns, bei Vicky. Und in diesem Sinne verbleiben wir wie immer. Vicky weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.